Zweiter Akt, Kapitel 1, eine Maid im Bedrängnis. Und ja, wie immer begrüße ich euch mal wieder zurück zu Bulletstorm. Wir fahren fort. Ist schon okay. Lass es raus. Mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden... Mir geht's gut. Alles klar. Schalt mal einen Gang runter. In Ordnung. Gehen wir. So, Ishii ist nun nass. Die Final Echo-Soldatin ist in der Nähe. Ja, Ishii ist nun nass und wer weiß, ob es ihm noch gut geht. Naja, was soll's, wir gehen jetzt erstmal weiter. In die Hocke gehen. Lauf weiter, Ishii, und nerv mich nicht. So, da ist mal wieder irgendwas mit der Peitsche. Ach nee, Magazin kaufen wir uns jetzt nicht. Wir haben ja jetzt eine Pistole, da schalten wir mal den Zugriff frei. Kaufen ein Kapazitätsupgrade. Kaufen. Nee, erstmal noch keins. Oder doch, kaufen wir noch eins. So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Munition auch dafür, das ist schon mal gut. So kann man eindeutig besser spielen. Großer Gott. Schöne Stadt. Riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Ach, das schaut echt traumhaft aus hier, das muss ich schon mal sagen. Naja, weiter geht's jetzt erstmal. So, wie weit denn noch? Peitsche. Ah, okay, dann können wir hier so rein. Ach Mann. Im Reagieren bin ich nie so schnell. Ich bekomme irgendwie nie die volle Punktzahl. An die Arbeit. Bäm. Das war schon mal ein Schuss. Nummer 2. So, dann auch schnell da hoch. Bäm und bäm, bäm. Okay, der will nicht. Warum auch immer. Dann fliegst du mal. Erwischt. 50 Punkte. Was ist denn auf der Seite? Ach, gar nichts, okay. Ich wette, hier geht's irgendwo eine Bar. Ich könnte jetzt Wenn was trinken Flasche und... Wenn du nur ansiehst, werde ich dich kalt machen. Oh, ist das eine der 12 Schritte? Mann, ich will doch nur mal ein Bier trinken. Lass mich doch, Ishii. Am Ende der Säulen! Kaboom! Ach, wir gehen einfach einmal außen rum. So geht das Ganze viel leichter. Und schießen einfach mal hier drauf los. Wow, 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 wow. Dann nehmen wir lieber diese Waffe hier. Blinde Wut. Ein neuer Skillshot mal wieder. Wunderbar. Linke Maustaste schießen. So, Moment. Kammerjäger. Und was ist denn hier mal wieder Schönes? Eine Ladung freischalten für unsere Pistole. Ladungen kaufen. Magazine kaufen. Magazin kaufen. Und weiter geht's. Ach, was ich noch ganz kurz sagen würde, ist, dass wir die Audio-Optionen mal ganz klein wenig hier ein bisschen nach oben stellen. Weil die sind sehr leise, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Und das sollen wir hier mal treten. Gleich haben wir diese Kleine und dann geht's ab nach Hause. Wie weit noch? 300 Meter, wir nähern uns. Zerstörte Newsbots, 21 von 28, das habe ich natürlich schon in meinem Einzelplayer-Modus gemacht, als ich das mal gespielt habe. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ah, verdammt. Lass mich in Ruhe.
Du fliegst in den Kaktus. Oder auch nicht. Na los, Ishii, mach, was du immer tust. Ruinier die Party. Explodier. Das ist schön. Bam. 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 Und noch ein letztes Mal. Ach, da hinten ist noch jemand. So, komm erstmal her. Dann fliegst du mal schön in den Kaktus hinein. Ah, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich den anderen noch da hinten herziehen. Ach, Mann, ey. Alles muss man selber machen, Ishii. Du bist schlimm. So, gegen die Wand. Da machen wir mal wieder unseren guten alten Kraft. Fitti oder auch nicht. Schade, ich wollte jetzt die Wand beschmücken mit neuem Blut. Retro Sound Classic Classics Music Club. Ishii, mach die Tür auf. Trinken. Du widerst mich an. Und nochmal trinken. So nenne ich mal eine gute, ja, Konstellation aus Schießen und Trinken. Ach du Scheiße. Das ist wieder so ein Dicker. So langsam verstehe ich, warum ihr Typen so sauer seid. Ah, diese klassische Musik erklärt, warum es zum Dritten Weltkrieg kam. Bam! In den Arsch. Brennendes Loch, sowas nenne ich mal einen schönen Skillshot. Ach, Retro Sound Club Music ist der letzte Scheiß. So, du fliegst mal dahinter. Nein, dahinter. Mann! Du verstehst es nicht, oder? Ich meinte dahin. Geht doch. Und du fliegst gleich dahin. Da hole ich gleich noch einen. Dann eben auf den Tisch. Kein Problem, geht auf. So, du fliegst auch noch da rein. Hey, hier sind noch mehr Dancing Queens. Dancing Queens. Das finde ich ja schon mal schön. Was ist mit Munition? Versuch sparsam zu sein. Je näher wir rankommen, desto härter wird wahrscheinlich der Widerstand. Ein gepanzertes Fahrzeug nähert sich. Verstärkung. Die bringen wahrscheinlich ein neues Fass für die Party. Neues Fass für die Party, sowas nenne ich auch wieder schön. Okay. So, einfach alle drei hintereinander da rein katapultieren, damit sie alle schön zerstochen werden. Und da ist ein weiterer Schwarm. Die kenne ich noch gar nicht aus dem Einzelspielermodus. Sind mir gar nicht aufgefallen. Moment, ich hab's gleich. Und der letzte noch, wo ist er denn? So, getötete Schwärme 3 von 21. Da habe ich wahrscheinlich einen im Einzelspielermodus bei mir schon getötet, aber den habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen oder so. Dann mal die Tür aufmachen. Ach, erstmal zu dem Konföderationsteil dahinter wieder. Und ein klein wenig Ladungen kaufen und Magazine kaufen. Sehr schön. Skillshot-Datenbank. Was gibt's Neues? Töte einen Gegner, indem du ihn mit einem Hotdog-Wagen rammst. Das nenne ich doch mal was Schönes. Okay, mit der Pistole töte einen Gegner, indem du wiederholt auf denselben Körperteil schießt. Auf dasselbe Körperteil heißt es doch eigentlich. Okay, werden wir schon irgendwas schaffen? Da unten, das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. So, dann mal hier durch. Wow, wow, wow. Ach, das können wir leider nicht treten, dafür sind wir zu schwach. Okay, auf dasselbe Körperteil also.
Chirurg, das war's auch schon. Das ist der neue Skillshot. So, ich brauche mal kurz das hier. Bam. Na, wirklich gut schaut das nicht mit unserem Leben aus. Na, dann mal ab hier rein. Nicht gut. Und was jetzt? Pam! Oh, ich bin so besoffen, Mann. Ich kann nicht mehr zielen. Ishi, mach du das mal. Ach, jetzt geht's mir auch schon wieder besser. Das ging doch sehr flott. Na, 10 Punkte, sowas packe ich nicht. Hey, ich hab den in den Kopf geschossen. Shit. Hinterhalt ist nicht schön. Nein, nein. Überhaupt nicht schön. Bah, oh, 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 oh. Boom. In der Zeit, wenn man sowas umhat, da kann man leider nichts machen. Man explodiert dann einfach nur. Bumm. Bumm. Ach, verdammt, ey. Ach, da haben wir doch gute Punkte bekommen. Hat mich an einen Soldaten erinnert, den ich mal kannte. Ich habe nie aufgehört, dieser Soldat zu sein. Du warst zu betrunken, um zu wissen, was du warst. Und da haben wir jetzt auch schon wieder eine neue Waffe. Das ist die Waffe von diesen Leuten, die wir da gerade gesehen haben. Damit kann man jemanden umzingeln mit, umringen mit Granaten. Oder mit so einer Granatenkette. Sauber. So, ich zeige euch das mal und der explodiert dann natürlich. Der kann sich auch nicht mehr bewegen oder sonst irgendwas machen. Ah, schon wieder ein New Spot oder wie die heißen. Bam. Mal rüber mit dir, Ishi. Geht das auch etwas schneller? Da eine Peitschaktion mal wieder. So, Zugriff freischalten, Kapazitätsupgrade und Munition kaufen. Bereithalten. Für was bereithalten? Zack. Moment. Mann, ich treff das nicht. Zeig dich. So. Geht jetzt um seinen Kopf. Und dann lassen wir das mal explodieren. Würgegranate. Ein neuer Skillshot natürlich. Oh, Ishi. Das habe ich jetzt aus Versehen um Ishi getan. Warum auch immer. Wir müssen Munition sparen. Bam. Und komm vorbei. Bumm. Das nenne ich mal ein Gangbang. Ebenfalls ein neuer Skillshot. Das mache ich anders. Ich bin ein Sadist. Okay, Moment. Zack. So, habe ich jetzt so ein Granatenteil da hochgeschossen, dass die da oben auch mal gut sterben. Konzentriere dich auf das fehlende Geschütz. Ach, scheiße. Da brauche ich jetzt das wieder. Ah, du sollst schon reintreffen, du Depp. So geht's auch. Die tun mir schon fast leid. Aber eben nur fast. Ja, nur fast tun sie dir leid. Ich meine, die ballern uns hier auch noch ab. Da darfst du kein Mitleid zeigen, guter Gray.
und nochmal und nochmal und nochmal drauf. Ach Mann. Dann mal raus hier und Ishi folgen. Ein Schwarm schon wieder. Nee, das gibt's nicht. Ich treff nicht. So. 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 Ach, fuck. Ich treff echt nicht. Das ist nicht mehr normal. So, geht doch. Hinüberklettern und da sind wir auch schon. Ach, Ishi ist schon da. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Gegner. Ah, Lea. Die haben unsere Mädchen offenbar ein Begrüßungskomitee geschickt. Dutzende von Toten. Sie hat ihre Gastfreundschaft wohl abgelehnt. Na, die Gastfreundschaft hat ihr schon zu wünschen übrig. Sie weiß also nicht, dass wir ihr auf den Fersen sind. Wenn sie uns erkennt, wird es schwer werden, sie zu überzeugen, uns bei unserer Evakuierung zu helfen. Wenn sie uns Ärger macht, überzeugt sie vielleicht meinen Stiefel in ihrem Arsch. Wir wollen ja keine Mädchen schlagen, oder? Boom! So, da hinten sehe ich jemanden. Komm einfach her und dann kriegst du auch deinen Kopfschuss verteilt. Eine Maid in Bedrängnis von allen Seiten! So, da finden wir, oder da ist jetzt auch die Frau, die wir suchen müssen. Verdammt, ey. Identifiziert euch oder ich eröffne das Feuer. Hör zu, Mädchen, bitte. Wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten fest. Hilfst du uns, von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch. Wenn ihr Scheißer mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab. Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Ich reiß deinen Schwanz ab! Was sagst du dazu, hä? Apropos Schwänze und abreißen. Oh Mann. Der gute Gray kennt sich anscheinend nicht so mit Frauen aus. Ja, die hat sich jetzt nicht so wirklich darüber gefreut, dass sie uns sieht. Die ist lieber alleine. Naja, wie sie mag. Dann gehen wir eben alleine weiter. Oder verfolgen sie noch weiter. Mal schauen. So, da klettern wir mal hoch. Das geht auch schneller, Gray. Mutig. Es ist eine ganz miese Position. Definitiv. Ja, sogar richtig mies für dich. Falls ihr den gerade gesehen habt, wie er da sich rüberhangeln wollte und von uns abgeballert wurde, das war jetzt nicht so schön für ihn. Wahrscheinlich, oder denke ich mal. Und wer kommt denn da schon wieder online? Mann, oh Mann. Dauernd kommen da irgendwelche Leute online. So, Kopfschuss. Keine Sorge, ich habe ihn erwischt. So, ist hier irgendwas versteckt? Nein, natürlich nicht. Ein Newsbot mal wieder. Ihr Signal ist tot. Sie ahnt etwas. So, der ist tot, oder... besiegt. Hier ist ein weiterer Schwarm. So, nachladen. Und natürlich mal wieder die Peitsche einsetzen. So, Detonation freischalten. Das nenne ich mal schön. Das ist nämlich eine richtig geile Sache, die Detonation mit der Peitsche. Das werdet ihr schon noch sehen irgendwann. Das ist doch so ein Hotdog-Wagen, oder? In Deckung. Moment. Bam. Fast Food. Der neue Skillshot. Und Scheiße. So. Die habe ich jetzt alle weggebombt. Wow, wow, wow. Solides Kriegshandwerk. Wie lange geht denn das Level hier noch? Kommt nur her.
Bumm. Nochmal bumm. Und ich würde es auch gerne nochmal machen. Na toll. Mist, was ist das? Ein Punkt für die Lady. Oh, na toll, dann mal einen Weg außen herum finden. Und hier rüber. Bumm, und das Teil noch abschießen. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte, aber ich habe wenigstens noch einen getötet. Barmherzigkeit. So. So. Und so. Boom. Und boom. Ah, das Teil können wir sogar noch verwenden. Schöne Sache. Auf jeden Fall. Das ist Godzilla. Und das auch. Bist du bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut. Als ob wir eine Wahl hätten. Wir haben ganz schön viele Wahlen.